Das gibt's doch gar nicht. Komm jetzt, stirb, du blödes Vieh. Ich sitze mein Taubos ein und werde dich auseinander fetzen. Hat sich nicht gereimt, ich weiß. Tut mir leid. Wenn ihr ein paar Songtexte für mich habt, könnt ihr die ja mal rüberwachsen lassen. Vielleicht singe ich die dann mal während des Let's Plays. Ha! Lustig. So, komm. Problem. Eben strecken. Mann, Mann, Mann. In diesem Part nochmal angesprochen, ihr könnt gerne bei The Top of Nerdy mitmachen. Erste Folge zwar nicht mehr, aber bei der zweiten. Ihr könnt auch was Schönes gewinnen, also guckt da rein. Guckt da rein, los! Verpasst nicht die Chance. Pausiert das Video hier und guckt jetzt das Top of Nerdy Nummer 2 Video. Findet ihr auf meinem Kanal, ist klar. Das Video kam am 30.11. online. Das war der letzte Freitag des Monats. Ich lade das ja immer am letzten Freitag hoch. Insofern das alles hinhaut. So. Ah, ja, genau. Den brauchten wir. Jetzt kommen wir auch wirklich ans Ziel. Der will nicht kämpfen. Alles klar. Bekommen wir von dem Lapras? War das so? Nein! Der will kämpfen. Scheiße. Scheiße. Ich hätte jetzt gedacht, dass er irgendwie nicht kämpfen will und uns lieber belohnt oder so. Oh, Manu! Manu, warum musste ich immer? Ne. Konfusion. Oh ja, das ist doch ordentlich reingehauen. Einen Moment, ich mach mal eben Pause. Warte, und, komm für Attacke aus. So, ja, ja, damit das nicht so auffällt gleich, ne? Da gehe ich eben kurz auf Pause. Ich pausiere ganz schön oft in meinen Videos, kann das sein? Ja, der liebe Feis. Der hat auch schon über 29 oder über 30 Parts hochgeladen. Krasse Sache. Mir kommt so vor, als hätte er gestern erst angefangen mit dem Let's Play. Also, echt absoluter Wahnsinn. Ich find's auch very nice, dass, wenn ihr mich abonniert, gleich auch noch ihn abonniert. Very nice, ey, echt. Er hat's ja verdient, auch ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Also, wenn ihr mich abonniert, dann steht da ja sofort diese Abo-Box-Dingsbums-Vorschläge. Und dann könnt ihr ihn auch direkt abonnieren. Und jetzt kommt es zum Kampf mit unserem Rivalen, deswegen speichern wir vorher nochmal. Boah, 17 Stunden. Ja gut, man muss auch sagen, ich habe da vorhin ein paar Stunden das Gameboy-Ding hier einfach nebenbei noch laufen lassen. Als ich da Getränken geholt habe und kack. Ach, von denen da kriegen wir Lapras, der da hinten um der Ecke steht. Haha, ich wusste, du würdest dir hier vorbeikommen. Ich schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in der Saffronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Ja, mir blieb halt keine Wahl, ob ich jetzt hier in dieses Gebäude gehe oder nicht, denn ich möchte die nächste Arena machen und dafür muss ich erst das Gebäude hier fertig kriegen. Also, ne? Mir blieb keine Wahl. Ich musste hier hin. Ich wollte gar nicht. Aber dafür kriege ich einen Lapras und einen Meisterball. Das ist ein guter Tausch, ein faires Angebot gewesen. Oh, man wird aber schon starke Pokémon bekommen. 37. Schlecht. Nicht schlecht. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen trainieren. Nebenbei. Psycho Plus, was bringt das? Das kenne ich gar nicht. Selbsthypnose des Anwenders zur Kopie der Statusveränderung des Gegners. ETF? Brauche ich nicht. Gyarados! Yay! Und nochmal Psychokinese. Psychokinese. Und ja. Ein Getränk, was ich gerne, sehr gerne trinke, werde ich gerade darauf angesprochen. Was war das denn jetzt? Was war das denn? Also. Entweder schneide ich das jetzt raus und ihr habt es nicht gesehen, oder ich habe es drin gelassen und ihr habt es mitbekommen. Das war gerade ein sehr doofes Ereignis. Ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt dazu zustande kam. Egal. Radikal.
Komm, jetzt mach doch hier. Stärke, los. Was von nicht hin. Oh. Ich habe ja immer gesagt, Garados ist stark. Verdammt stark, das Ding. Oh, noch ein Vulcano. Alles klar. Könnten wir mit Turtok beseitigen, das Vieh. Komm schon. Ja, genau. Ja, komm, mach deinen Bodycheck. Nicht schlimm, dafür mache ich meinen Surfer. Und damit solltest du weggespült sein. Genau. So wie ich es erwartet habe. Perfekt. Bisaflor. Yay. Da sollte ich vielleicht auch das Pokémon wieder wechseln. Am besten auf Taubos. Ein Flug-Pokémon gegen Pflanze ist, glaube ich, ganz gut. Und wird das hoffentlich auch schaffen. Oh, Rasierblatt. Nicht schlecht. Dann machen wir mal Fliegen. Wo er dann einen Solarstrahl aufladen könnte. Wenn er das überhaupt schon kann. Mit dem Level, ich weiß gar nicht. Oder muss man diese Attacken finden und den beibringen? Oh, fuck. Haben wir einen Aufwecker? Wir haben alles, aber kein Aufwecker kann da sein. Doch, da, Aufwecker. 6 Stück. Ach, haben wir, glaube ich, sogar mal gekauft, ne? Ja, perfekt. Perfekt. Nochmal Rasierblatt. Jo, können wir abhaben. Dann setzen wir... Nee. Dann setzen wir nochmal Fliegen ein. Und dann sollte es zumindest das Bisaflor auch besiegt sein. Komm schon. Und Simsala noch, ja, das sollte auch nicht ganz so schwer sein. Hat zwar sehr starke Attacken, aber dafür ist es, hat es nicht so viele KP. Soweit ich das in Erinnerung habe. Na, komm, 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 komm. Ah ja, sieht doch ganz gut aus. Haben wir jetzt noch einen Ruckzuck-Keep, dann können wir den noch einsetzen. Ruckzuck-Keep, bam, und gewonnen. Ja! Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket-Boss antreten kannst. Ja, danke. Wenn ich den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen, dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Cody, und trainiere schön weiter. Ciao. Jo. Dankeschön. Ich schaue mir jetzt erstmal meinen Lapras, was mir zusteht. Dankeschön. Nein. Ja. Es ist intelligent. Ja, cool. Vielleicht packen wir das auch später in unser Team für die Top 4. Mal sehen. So, jetzt müssen wir noch gegen gewisse Leute antreten. Ich glaube, der Boss ist ja auch drinnen. Ne? Er hat ja gesagt, wir sind bereit, um ihn zu bekämpfen. Ich weiß nicht, ob wir vorher noch mal zum Pokécenter gehen sollten. Ich meine, ist ein Pokémon schon ausgeschaltet. Aber ich weiß nicht, ob wir das auch so schaffen könnten. Ich meine, es würde vielleicht gehen. Was? Das ging daneben? Spinnst du? Raserei. Oh mein Gott. Das ist echt eine Attacke, die kann einen auch zur Raserei bringen. Silberblick. Hält Raserei nicht eigentlich, dass das durchgehend dann eingesetzt wird so? Und mit jeder Ausführung immer stärker wird? War das nicht mal so? Und besiegt. Tragotto, du kleines Knochenvieh. Mit dem Knochenhelm. Tomato. Dudum. Ach, guckt mal an. Gleich sind wir schon wieder Level Up. Genial. Yo, besiegt, Level Up. Perfekt. Level 44. Und sein letztes Pokémon ist Knogger. Yeah. Setzen wir nochmal Fliegen ein hier. Kann ja alles mit Schaden.
Seine Attacke ging natürlich daneben, weil ich ja in der Luft bin. Komm schon. Ach, die Musik ist so entspannend. Ich hätte eigentlich auch Ruckzuck einsetzen können, hätten wir uns eine Runde gespart. Naja, egal. Team Rocket Rüpel besiegt. Bitteschön. Danke, danke, danke. Mal gucken, wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich. Boah, es wird ja immer mehr. 125.000. Oh, yeah, yeah, yeah. Übertreibt's mal nicht. Gucken wir hier noch eben nach Item. Da sieht's wieder verdächtig aus. Okay, nee. An den Pflanzen kann man auch was finden. Dann laufe ich nachher mal die Pflanzen ab. Ja, ich will zum Boss. Ah, Cody, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für allemal aus den Geschäften Erwachsener raus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Wow, wenn das mal keine Drohung war. Uiuiuiui. Das heißt, die Welt voller Pokémon und Wunder und nicht voller Schmerzen. Jetzt habe ich Angst. Ob der mich schlagen will? So ein Asadomaso-Outfit hat er ja auch an. Nein, Spaß. Ja, nicht, er hat ja einen Anzug an, er ist ja der Boss. Ja, komm jetzt. Hau ihn weg da! Los, fliegen! Ja, an dieser Stelle nochmal erwähnt, wenn ihr irgendwelche Geheimecken kennt in diesem Spiel oder irgendwelche versteckten Items an irgendwelchen Orten, dann macht mir mal entweder ein Screenshot oder so oder schreibt es mir einfach. Sowas interessiert mich ja immer. Wenn ich was Neues über Spiele erfahren kann. Ach, Kacke. Oh, Entschuldigung. Verzeiht mir bitte. Turtok wäre besser gewählt hier. Oh, jetzt habe ich gerade voll den Hustanfall. Na, mach doch jetzt. Oh, solche Attacken, die lange dauern, die sind echt doof. Surfer! Boah, ich bewundere mich gerade echt selber, dass ich überhaupt so lange aushalte, diese aufzunehmen. 1,5 Stunden jetzt schon. Und wenn ich den hier besiegt habe, werde ich mal, denke ich mal, diesen Part beenden. Das sollte ja jetzt gleich mal der Fall sein, hoffentlich. Und dann war es ja ein schöner Abschluss. Haben wir das Haus hier komplett gemacht? Wunderbar. So, komm. Nee, du Queen. Surfer. Setzen wir auch Surfer ein. Ja. Ja, genau. Raste aus. Noch einmal. Ach. Noch einmal. Und der Kampf wäre zu Ende. Dann holen wir uns noch den Meisterball. Und dann hören wir uns natürlich noch an, was der Typ hier zu sagen hat. Weil er ja mal wieder verloren hat, der Giovanni. Arrgh, wieder verloren. Du, ja, jetzt habe ich gelesen, wie so ein Pirat das eigentlich gesagt hätte. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme des Sylph Co. vereitelt, genau. Das Team Rocket wird niemals aufgeben. Cody, vergiss nicht, dass alle meine Pokémon nur zum Nutzen des Teams Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Ja, jetzt holen wir uns noch den Meisterball. Ich danke dir für die Rettung des Sylph Co. Ich will immer Sylph sagen. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Und das meine ich. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Was? Ach, egal. Komm, gib jetzt her den Ball. Oh, Meisterball. Yay. Und das war doch ein wunderschöner... Ja. Wieder einzusetzen ist, weiß ich. Und in der nächsten Folge werden wir das Haus mal ein bisschen untersuchen und dann weitermachen. Halt gucken, ob die Pflanzen noch was haben oder nicht. So, ich würde sagen, dann...